Jetzt auch ein ganz tolles Start, ein ganz toller Start für das Let's Play, weil wir ja gleich 10.000 Mal drauf gehen. Aber die 10.000, Quatsch, 10.000, die 1.000 Seelen, die hätte ich schon ganz gerne. Das heißt, ich muss jetzt mal gucken, wo liegt denn jetzt unsere Leiche? Oh, hier mittendrin, das trifft sich gut. Dann können wir die holen und gleich wieder verschwinden. Hi, Leute! Wow. Ich muss aufhören. Ja. Scheiße, ey. Da habe ich mich wie ein Blöder hin und her gerollt, obwohl ich eigentlich schwinden wollte. Und warum? Weil das auf der gleichen Taste liegt. Aber wisst ihr was, Leute? Ich habe nicht mal dran gedacht. Wenn ich jetzt auch noch dran denke, den Ladebildschirm rauszuschneiden. So, aber theoretisch müsste... müssen unsere Seelen jetzt hier in Reichweite liegen. Ja, diesmal kommen wir hier weg. So. Und tschüss, Mann! Dann können wir gleich mal gucken, was wir da eigentlich alles gelootet haben. Kommt ihr noch hinterher? Nee. Wir sind entkommen. Wuhu. Warte mal. Wir sind entkommen! Okay, das sah eben anders aus auf dem kleinen Ding. Du eigentlich wollte. Wo ist denn Jubeln? Ist das Jubeln? Ja, okay. Wir sind entkommen! Gut, dann gucken wir jetzt mal, was haben wir denn da eigentlich alles jetzt noch eingesammelt? Seele eines verloren und längst zur Hülle gewordenen Untoten. Da haben wir einige von. Dann natürlich der Zweihänder, eines der riesigen geraden Großschwerter. Der Zweihänder muss, wie sein Name besagt, mit beiden Händen geführt werden. Doch dazu ist übermenschliche Kraft erforderlich und das enorme Gewicht lässt Feinde bei klaren Treffern in hohem Bogen durch die Luft fliegen. Panzerbrecher hatten wir ja schon. Flügelspeer. Wo braucht man dafür? 13, 15. Naja gut, da könnte man auch drauf hinarbeiten. Der hat uns ja in Demon's Souls ganz gute Dienste geleistet. Speere mit langem Schaft und Widerhaken. Große Reichweite. Kann gleichzeitig mit Schild benutzt werden. Ist effektiv gegen harte Oberflächen und bewirkt im richtigen Moment eines gegnerischen Angriffes schweren Schaden. Der Trefferradius ist jedoch gering und er kann leicht durch Schilde abgewehrt werden. Der Caduceus-Schild. Hölzerner Rundschild aus Lordran. Er ist mit einem blauen Caduceus, einem uralten Symbol, verziert. Lordrans riesige Bäume stammen von den mächtigen Stein-Urbäumen ab. Dieser Schild hat deren Eigenschaften geerbt und das Holz reduziert Magieschäden beträchtlich. Ist, glaube ich, auch wesentlich besser in der Abwehr von einfach nur allem, als dieses mickrige Ding, was wir da benutzen. Das heißt, das wird gleich mal ausgerüstet. Mir war so, dass es da auch noch ein Fernrohr zu looten gab, aber naja. Haben wir jetzt vielleicht nicht gefunden. Ich gehe auf jeden Fall nicht nochmal da wieder hin. Hier, guckt mal, sieht doch geil aus. So, die Ruinen. Hier ist nichts weiter. Gestenmenü können wir hier selektieren. Und da steht der Typ, von dem ich erzählt habe. Was ist das für eine Nachricht hier? Gelobt sei die Sonne. Ja, ja, komm, Nachricht weg. Nachricht weg. So. Ich will ihm mal winken. Hallo! Das mit den Gesten macht schon Spaß. Hello there. I believe we are not acquainted. I am Petrus of Thoroland. Have you business with us? If not, I'd prefer to keep a distance, if possible. Schon wieder die Nachricht gelesen. Ja, ist gut. Weg damit. Hello there. I realize that I have requested that we retain our distance. But I also want you to know that it is not meant in ill will. Here, take this as a token of peace. No, go ahead. It's for you. Eine Kupfermünze. Das ist ja sehr nett von ihm. Oh my. You again. Oh, I know. How about this? I have to await my companions here anyway.
So what if I were to teach you some miracles? Would that please you? Ja, sicher. Very well. Then first, a covenant with the gods. Ja, leisten wir mal. Ich glaube, man sollte Eide nicht leichtfertig brechen, aber die Möglichkeit, hier Wunder zu kaufen, die reizt schon. Now let me share my miracles. Only their ultimate effectiveness will be determined by your efforts and your faith. So, als erstes mal eine Geste erlernen, Schulterzucken. Den Eid haben wir schon geleistet. Was können wir denn kaufen? Alles mächtig teuer. Aber ein Talisman kriegen wir hier auch her. Wenn wir uns für 1000 Seelen kaufen, dann könnten wir schon mal Wunder wirken, die wir nicht haben. Deswegen lasse ich das nochmal. Wir reden nochmal mit ihm. My companions are Milady and her young knights. She is young, but burdened by an undead mission. We are her defenses, to keep her from harm. An undead mission? Regrettably, I cannot share that with you. But you are my pupil. Perhaps if you show your faith. Das ist nämlich das, was ich meinte. Ach, 400? Ah, dann ist das Level mal 100 an Seelen, was wir ihm geben müssen. Na gut. Dafür wollte ich die Seelen haben. Es ist zwar... Also, er wird uns nicht viel erzählen, aber ich bin ja so ein Lore-Fanatiker und will euch ja auch möglichst viel zeigen und deswegen mache ich das jetzt einfach mal. Very well. I can surely tell you, of all people, undead clerics are given a mission to seek kindling. Kindling is the art of feeding bonfires with humanity. Through kindling, we shall one day be granted magnificent powers. Very well. Gut, das war's dann auch erstmal hier. Come again. The effectiveness of the teachings depend upon your faith. Hier können wir jetzt noch hoch. Hier gibt's, glaube ich, noch ein paar Gegenstände zu holen. Also ihr seht, hier ist wirklich jede Menge zu erforschen von Anfang an. Hier sind die kaputten Aufzüge, von denen der Dingens gesprochen hat. Der Typ am Leuchtfeuer. Hier ist noch eine Seele. Dann können wir ja gleich noch ein paar Level-Ups machen. Wenn wir uns hier umgesehen haben, bevor wir dann wirklich losziehen. Und dann ist unglaublich, wir spielen jetzt bald anderthalb Stunden und im Prinzip habe ich noch gar nichts gemacht. Aber das ist Dark Souls, Leute. Und Sterben gehört auch dazu. Hier noch mehr als in Demon's Souls. Und es ist einfach nur geil. Also, sage ich zumindest im Moment noch. Irgendwann wird wahrscheinlich die Frustration dann überhand nehmen. Brandbomben. Brandbomben sind natürlich geil. Mit schwarzem Pulver gefüllte Porzellanvase explodiert und fügt Feuerschaden zu. Recht mächtige Distanzwaffe, insbesondere in Situationen, die nach Feuerschaden verlangen. Auf niedrigeren Stufen ein wertvolles Objekt. Viele Krieger erweitern damit ihr Strategierepertoire. Wir gehen erstmal zurück zum Leuchtfeuer. Wir haben jetzt hier alles erforscht, was wir erforschen können. Also, sinnvoll erforschen können. Ah, your face. You're practically hollow. But who knows? Going hollow could solve quite a bit. Sackgesicht. What? Restoring your humanity? Well, there are a few ways to go about it. Collect it bit by bit from corpses. Or you can butter up a cleric and get yourself summoned. And the quickest way, although I'd never do it, is to kill a healthy undead and pillage its humanity. Coveting thy neighbor is only human, after all. Das können wir vielleicht auch mal machen, uns mal beschwören lassen. Achso, ich sollte vielleicht erstmal die Seelen benutzen. Wow.
die bringen einiges. Haben wir noch welche? Nee, was macht denn die Kupfermünze eigentlich? Kupfermünze mit der Abbildung des alten MacLoif, Gott der Medizin und des Trankes. Selbst den wertvollsten Münzen der Menschenwelt kommt in Lordran nur geringer Wert zu, da man dort in Seelen bezahlt. Jene, die von der Rückkehr in die Außenwelt träumen, tragen gerne diese Münzen bei sich. So, jetzt erstmal Level Up. Beweglichkeit. Auf 12. Level 7 haben wir dann und das war's dann auch schon wieder mit Level Ups. Wobei mein nächstes Ziel ist natürlich der Flügelspeer sein muss. Stärke 13, Beweglichkeit 15. Was heißt sein muss, sein wird. Aber jetzt haben wir erstmal die Werte, die wir brauchen, um hier den Panzerbrecher nutzen zu können. Der mit Geschicklichkeit und mit Stärke skaliert. Mit Geschicklichkeit besser als mit Stärke. Wo ist er denn? Da ist er denn. Das ist der Panzerbrecher? Jawohl! Sowas hatte ich mir erhofft. Jetzt brauchen wir noch ein vernünftiges Schild, obwohl der schon besser ist als der andere, den wir da hatten. Das sieht doch schon ein bisschen besser aus. Dann können wir jetzt mal in die Schlacht ziehen hier. Zack! Tschüss, Mann! Klappt gleich wesentlich besser alles. Und tschüss, Mann! Einer von denen, ich glaube, der da oben, schmeißt mit Feuerbomben. Ha, dachtest, ich habe dich übersehen, was? Habe ich aber nicht. Wir sind hier gerade in einer ziemlich dämlichen Situation. So. Tschüss, Mann. So, wenn wir Glück haben, können wir jetzt ein paar Feuerbomben einsammeln da unten. Der ist schon ein bisschen besser hier. Aber wir kriegen ihn trotzdem. So. Ja, das gute alte Pling und Ploing, was wir ja auch gemacht haben, bevor wir in Demon's Souls eine bessere Waffe gefunden haben. Eine Seele so. Und da drüben ist was sehr Interessantes. Da müssen wir aber erstmal rüberspringen. Dann hier schön vorsichtig am Rand lang. Hier ist nämlich noch ein Item. Und zwar ein Ring der Opferung. Und das ist ein ziemlich geiler Ring. Denn der Ring der Opferung, wo ist er denn? Ach, wahrscheinlich hier hinten. Dieser mystische Ring wurde im Zuge eines Opferrituals von Velka, der Sündengöttin, geschaffen. Der Träger erleidet bei seinem Tod keine Verluste, der Ring aber zerbricht in diesem Fall. Damit können wir quasi einmal unsere Seelen retten, auch wenn wir sterben. Empfiehlt sich, wenn wir gerade besonders viele Seelen mit uns rumschleppen, irgendeinen großen Boss besiegt haben oder sonst was. So. Die kann man später übrigens auch kaufen, diese Ringe. Ich habe aber vergessen, wie viel die kosten. Das muss sich ja dann schon irgendwie lohnen. Hier ist noch eine Seele. Und dann bringen wir die Kanalisation quasi gleich hinter uns jetzt hier. Da ist eine Ratte. Aus irgendeinem Grund sind die Ratten die beste Quelle an Menschlichkeit, die ich bis jetzt gefunden habe. Also bei denen kann man gut Menschlichkeit farmen.
falls wir sowas irgendwann mal machen sollten. Diese Tür lässt sich nur von der anderen Seite öffnen. Das ist also wieder eine Abkürzung, die wir später freischalten. In Demon's Souls gab es ja den Nexus, von dem aus wir die anderen Welten bereist haben. In Dark Souls ist das anders. Dark Souls ist eine einzige große Welt und wenn wir hier von einem Bereich in den nächsten wollen, müssen wir zu Fuß laufen. Ich halte es nicht aus. Also wir können uns jetzt nicht mal schnell da und dorthin teleportieren. Statt der Untoten. Boah, der hat eine Axt. Das sind die Situationen, für die ich gerne mehr Ausdauer hätte. So. Da sind Gegenstände, da ist eine Leiter. Ja, ich sehe schon. Hier runter geht's, glaube ich, hinter den Fässern. Hier mit einem scheiß Brandbomben. Und du auch gleich hier. Zack. Aha. Versuch's mit Springen. Nein, danke, so blöd bin ich nicht. So, Nebelwand heißt immer, da geht's weiter. Deswegen gucken wir uns erst den Rest an. Viel Erfolg. Viel Erfolg, wobei. Hier ist eine kaputte Treppe, da kommen wir nicht hoch. Irgendwas drin? Nein, anscheinend nicht. Gut, wir gehen erstmal da runter. Hier versteckt sich nämlich ein geheimer Zugang. Guckt mal da, da hängen welche. Da rechts. So, geplünderte Leiche. Und hops. Boah. Okay, von hinten ist fies. Boah, von hinten ist fies. Von hinten ist fies. So, ich wollte nur mal kurz demonstrieren. Ich kann mich auch schneller heilen. Wenn ich die Taste mehrfach drücke, dann nimmt er gleich mehrere Schlücke auf einmal. Achtung vor dir, Schleichweg. Aha. Hier scheint weiter nichts zu sein. Hier draußen ist noch was. Ich glaube wohl, ich bin sehr blöd, oder? So, hier der auch. Ich muss unbedingt mehr Ausdauer haben. Zwei, dreimal zuschlagen und schon kann ich nicht mehr blocken. Das ist nicht gut. Abfall. Really? Wer törig genug ist, diesen mit sich herumzuschleppen, sollte dringend Hilfe suchen. Geil. Ach, ist das geil. So, hier können wir hochklettern. Irgendwo sterben da noch Feinde gerade. Achso, und von hier können wir wieder da hinspringen, wo wir quasi dieses Gebiet begonnen haben. Sehr schön. Das hat sich doch auf jeden Fall schon mal gelohnt. Jetzt will ich aber dann doch nochmal zurück. Ich will den anderen Weg noch. Da war noch ein zweiter Weg. Da ging es auch in die andere Richtung. Den will ich mir auch nochmal angucken. Es ist schon lange her, seit ich diese Abschnitte hier gespielt habe. Ich habe so ungefähr die Sachen im Kopf, aber einiges ist dann doch auch sehr schwammig. Hier geht es nämlich auch noch hoch. Wo der andere da aus dem Hinterhalt gekommen ist. Da ist aber nichts weiter. Oh, Menno. Na gut. Muss auch mal gucken, wie lange ich überhaupt aufnehme heute hier. Bei Dark Souls bin ich ja nicht an diese 2 Stunden gebunden, weil da nehme ich ja immer so auf, wie ich Zeit habe. Das ist ja nach wie vor Bonus.
auch einer der Gründe, warum ich da viel im Voraus aufnehme, weil ich, wenn ich es dann erstmal angefangen habe, dann doch nicht möchte, dass da ständig Pausen sind. Könnte aber trotzdem passieren, weil Demon's Souls und jetzt auch Dark Souls, die sind halt wirklich extra. Das sollen Bonus-Let's Plays sein und das sind die ersten, die aussetzen, wenn ich nicht genug Zeit zum Aufnehmen habe. Also falls irgendwann mal bei Dark Souls eine Pause sein sollte, ein paar Tage keine Folge kommt, liegt das daran, dass ich einfach nicht die Zeit zum Aufnehmen hatte, dann seid bitte nicht böse. Ich kündige das jetzt schon mal an. Demon's Souls hatte ich ja durchgespielt, bevor ich das Freischalten gestartet habe. Bei Dark Souls wird das anders sein. Das wird wahrscheinlich schon starten, während ich hier noch am... darüber springen kann? Während ich hier noch am Spielen bin. Kann man da rüberspringen? Das ist eine... oder vielleicht eine Etage höher, weil guck mal, da oben ist eine Botschaft, da an der Decke. Das bedeutet doch, dass man da irgendwie hinkommen muss. Ach ja. Genau. Oh, ach ja, genau. Da können wir uns, wenn wir uns einen Bogen und ausreichend Pfeile besorgen, können wir uns von dem Drachen dann ein ziemlich geiles Schwert holen, das uns gerade für den Anfang und vielleicht unserem Charakter auch noch länger viel helfen wird. Wie komme ich denn zu der Leiter da? Da vorne runter, okay.